Hallo, liebste Freunde der guten Unterhaltung, willkommen bei einem kranken Hube zu einer neuen Folge Chat Echoes, heute der 44 auf HubeTube. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich bitte euch, auch wenn ich krank bin, einfach alles zu tun wie immer. Das heißt, holt euch etwas Leckeres zu essen, was Kühles zu trinken. Habt vor allen Dingen ganz viel Spaß. Wenn ich ein bisschen verpeilt bin, naja, dann liegt es halt wie gesagt daran, dass ich nicht ganz so auf der Höhe bin, gesundheitstechnisch. Aber ich bin ja sonst auch immer verpeilt. Also solltet ihr im Zweifel bis auf die Stimme keinen Unterschied merken. Ja, wir gucken mal ins Logbuch. Ein Kurzurlaub. Die Karotte und seine Bande sind zurück. Verschiedene... den Bauernhof. Trifft die mysteriöse Person im Norden von Neu-Wernshire. Ich glaube, das werden wir dann machen. So. So. Nee. Wie ist denn hier nochmal Map? So, Schnellreisekarte. Neu-Wernshire. Okay, wir haben viele so Ausrufezeichen-Dinger. Tormund ist auch was. Warum? Es geht denn in Tormund ab? Ich guck mir das einfach mal an. Ne, nicht wundern. Also da ist halt irgendwie scheinbar eine Quest oder so. Ah, da ist eine Questtafel richtig gehend. Cool. Für diesen Auftrag hier wird man reich belohnt. Wenn in deinem Geist eine weiße Tür erscheint, fordere ich dich auf, mich aufzusuchen. Hey, das passt auf uns. Magnolia, die strahlende Diva der Ausgewogenheit. Eine weiße Tür? Ich glaube nicht, dass wir dabei helfen können. Eigentlich kann ich diese Tür sehen. Was meinst du? Irgendwie taucht sie ab und zu vor meinem inneren Auge auf. Doch ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Das hast du nie erwähnt. Bis jetzt war es auch nicht der Rede wert. In diesem Fall lohnt es sich, der Dame einen Besuch abzustatten. Ich will unbedingt mehr darüber erfahren. Brechen wir nach Farnsport auf. In den Mahlstrom. Aha. Final Fantasy 7. Neue Quest erhalten. Also die Frage, ob ich das jetzt einfach mal mache. Oder ob wir hier stringent Story weitermachen. Komm, wir gucken einfach mal in Farnsport, was da so abgeht. Ich glaube, keiner von euch, oder ich hoffe, keiner von euch wird da jetzt was dagegen haben. Oh, wir haben hier einfach alle Truhen. Das ist ja Babo. Tormund waren noch irgendwie zwei. Ach, hier fehlen auch noch zwei. Okay, wir haben nicht alle. Und das war gar nicht unbedingt der falsche Weg. Es ist so traurig, was das Farnsport geworden ist. Und es ist wirklich gut gecatcht. Also es war ja so die erste Stadt, wo wir richtig angefangen haben zu spielen. Man hat dann schon so ein bisschen was dahingehend sich auch damit identifiziert. Und dann wurde auf die Kacke gehauen. Ja, komm mal da unten, wenn wir noch irgendwie rankommen. Ach, da oben. Er macht das? Die Dame dieser Hütte kümmert sich nicht nur um unsere kranken Verwundeten, sondern auch um Höhlen. Den Höhlen zu helfen macht keinen Sinn, wenn du mich fragst. Nichts kann sich vor ihrem Schicksal bewahren. Abgesehen davon ist sie auch eine Wahrsagerin. Okay, wir müssen zur Wahrsagerin. Makes sense. Also, wie kann ich behilflich sein? Darf ich deine Zukunft vorhersagen, eine Verletzung oder Krankheit heilen? Eigentlich geht es um den Auftrag. Ich kann die weiße Tür sehen. Ach, darum geht es. Du bist nicht der Erste, der das behauptet und versucht, sich auf diese Weise das Belohnungsgeld zu schnappen. Taucht die Tür in vielen deiner Träume auf? Sie erscheint mir nur tagsüber, wenn ich wach bin. Oh, auch jetzt in diesem Moment? Und was siehst du hinter der Tür? Hinter der Tür? Sie ist immer geschlossen. Tolle Prüffragen. Wenn du die Türklinke nach unten drückst, öffnet sich die Tür oder ist sie verschlossen? Das weiß ich nicht. Warum nicht? Ich sehe die Tür, aber mein Körper ist nicht da. Ich kann nicht zur Tür gehen und sie öffnen. Kann das sein? Zu mir kamen ungefähr 100 Leute, die behaupteten, sie könnten die Tür sehen wahrscheinlich, aber du bist der Erste, der vielleicht die Wahrheit spricht. Komm her, lass mich dein Gesicht berühren. Okay. Unmöglich.
Was war das? Diese Energie, die Tür, ein Werk des Himmels. Was für ein Glück. Ho, 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 ho. Das Ho kann ich gerade nicht. Ich, die strahlende Diva der Ausgewogenheit, bin wieder zurück auf der Bühne. Ho, ho, ho. Dein Name ist Glenn? Was geht hier vor? Ich bin keine gewöhnliche Wahrsagerin, nein. Ich kann in den Verstand der Menschen sehen, in ihre Träume. Zumindest konnte ich das einmal. Früher konnte ich, so wie du, die Tür sehen und sie sogar öffnen. Doch jetzt taucht sie bei mir gar nicht mehr auf. Deshalb brauche ich dich. Du lässt die Tür erscheinen und ich öffne sie. Ich verstehe kein Wort. Folgt mir. Oha. Krankenlager. Die sehen alle aus, als hätten sie Krebs. Was ist los mit diesen Leuten? Sie sind Hüllen. Hüllen? Menschen ohne Seele. Du hast noch nie von ihnen gehört? Du hast nicht viel von dieser Welt gesehen, stimmt's, Mädchen? Also, wenn du nach einer Erklärung suchst, steht hier die göttliche Diva mit Rat und Tat zur Seite. Ihr wisst also, dass wenn eine Person stirbt, ihr Äther oder ihre Seele in den Mahlstrom fließt, sich dort mit den anderen Seelen vermischt und schließlich einem Neugeborenen initiiert wird, richtig? Ja, ich habe Final Fantasy VII gespielt, danke. Das ist der Kreislauf des Lebens. Nun, mit diesem Kreislauf gibt es ein Problem. Die Menge an Äther in unserer Welt bleibt unverändert, doch es werden immer mehr Menschen geboren. Der heutige Durchschnittsmensch hat daher weniger Äther in seinem Körper als noch vor 100 Jahren. Deshalb wird auch das Morgie-Potenzial mit jedem Jahrhundert schwächer. Ganz genau. Es kann sogar passieren, dass ein Leben ohne Äther geboren wird, wie ihr hier sehen könnt. Wie schrecklich. Doch es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Naja, außer vielleicht Kinder zu haben. Aber wir sind nicht wegen der Höhlen hier, sondern wegen dieses Mannes. Was stimmt nicht mit ihm? Er hatte sich vom Dach eines Hauses gestürzt, sein Leben ist nicht mehr in Gefahr, doch er liegt im Koma und wacht nicht auf. Sein Verstand hat sich eingeschlossen, aus einem unerklärlichen Grund. Was hat das mit uns zu tun? Ho, 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 ho. Dank Glenn können wir jetzt seinen Verstand eindringen, nach der Ursache dieser Krankheit suchen und ihn heilen. Was? Ah, du bist eine Seelenseherin. Ich habe davon gehört. Sie können die Wunden des Verstands heilen. Los, probieren wir es aus. Dann wirst du es verstehen. Ich bin noch nicht ganz davon überzeugt. Papalapap. Eine so schöne Tür wie deine habe ich bisher nur bei meinem Meister gesehen. Welch eine Verschwendung das wäre. Hopp. Hey, hör auf damit. Glenn, und ihr solltet auch mitkommen. Okay. Also ist ja cool, wenn wir irgendwas über die Tür erfahren. So ist es nicht. Die hilft uns ja ständig. Warnt uns und all so ein Krimskrams. Oha. Wo sind wir? Immer noch im Hinterzimmer. Euer Äther kommuniziert mit dem des Mannes. Was ihr gerade seht, ist sein Verstand. Hör auf mit dem Mist und lass uns hier raus. Wo bist du überhaupt? Ich schaue von draußen zu. Es gibt nur einen Weg zurück, findet die Ursache seines Traumas und helft ihm. Du willst uns doch veräppeln. Nee, missbrauchen. Vor einer Minute war sie noch so frech und jetzt ist sie still wie ein Mäuschen. Ich schätze, wir haben keine Wahl. Schauen wir uns um. Oha, 4 Truhen. Ist vor allem die Frage, ob wir jemals wieder zurückkehren können. Also sollte man die Truhen nach Möglichkeit alle finden. Ich meine 3. Oh, es gibt sogar eine Map. Cool. Warum auch immer man hier eine Map hat. Von so einem Verstandort. Ach, witzig. Da ist irgendwie so ein fliegender Balloon. Ist das ein Gegner? Nee. Das Fragment entfernen. Ja. Okay. Ah, jetzt kann man es stattdessen hier reindübeln. Ah, Fragment Haus wurde gesetzt, da oder da. Alles klar. Wie lustig. Okay, wenn ich das jetzt wieder entferne. Ganz rüber komme ich hier dadurch trotzdem nicht. Schade. Wenn ich jetzt hier aber Brücke einsetze. Geilo. Zap, zarab, dies, das. Einfach so im Kopf, dies, das, jenes. Da, 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 da. Und wir haben eine feine Wolle bekommen.
Oh, ach so, das ist dann trotzdem damit verbunden, okay. Ist dann sinnvoll, hier jetzt das zu haben? Das ist immer von zwei Seiten. Na gut. Jetzt hier das Haus rein. Spannend auf jeden Fall. Also das Haus ist quasi auch eine Brücke, aber halt nur in zwei Richtungen. Die Brücke hat eine mehr. Verstehe ich das richtig? Okay. Das heißt, da muss das Haus hin. Naja, gut. Wusste ich halt jetzt nicht. Alles klar, dann muss hier also die Brücke wohl drin stecken bleiben. Ach, das geht auch nicht. Oh, das ist ja jetzt ätzend. Hä? Ach, jetzt bin ich schon wieder zu doof für sowas hier. Okay, Haus ist bisher sehr mächtig. Blöderweise können wir halt hier kein Haus rausziehen. Hier ist nochmal was. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt so wirkt, als würde uns das hier helfen, versuche ich es einfach mal. Oh, wobei, doch, die ging auch nach rechts und links. Hm. Natürlich kannst du jetzt auch noch runter, was ein Schund. Ah. Ja, ist ein witziges kleines Rätsel. Das passt schon. Immer möglichst viel dabei haben. Jetzt können wir das Haus da parken, wo wir es vorhin schon vermutet haben. Weil die Klippe hier wahrscheinlich auch geholfen hätte, Fragezeichen. Oha. Reicht hier die Klippe überhaupt aus? Hier hat halt immer noch mal den Zusatz, dass man noch so ein bisschen nach unten gehen kann, ne? Weil das hier jetzt nichts bringt. Aber das Haus wird hier auch nichts bringen, so. Oh, wie ätzend. Das ist echt ätzend. Wir sind noch nicht mehr weit entfernt davon, Gott sei Dank. Es geht aber. Waren wir hier ganz unten schon? Ja, von da kamen wir ja. Da drumherum sind wir auch. Also hier jetzt, Brücke? Nee. Es ist so kacke mit der Brücke. Ja, dann halt die Klippe. Oh, ich bin eh schon schlecht in sowas, ne? Und jetzt hier mit dickem Kopf auch noch. Ist das schon ein bisschen krampfig. Aber es hilft halt alles nichts, ne? Och, Mann. Was ein Ätzkack. Hier ging es ja auch nicht runter. Ah doch, hier ging es runter. Na gut, dann haben wir es ja. Und alle Truhen. Das ist sehr dankbar, das ist sehr schön. Me like. So, was müssen wir hier jetzt wieder einsetzen? Wir versuchen erstmal Haus. Wirkt falsch, also machen wir Klippe. Entschuldige, Brücke. Aha. Und das passt jetzt auch von der Seite. Oh, ist das schmutzig. Was ein Kot. So, aber geschafft ist geschafft. Was soll ich sagen?
Es ist wahrscheinlich nochmal ein schöner, knackiger Bossfight, den wir verlieren. Und let's go. Ist das nicht der Mann aus dem Krankenhaus? Tut mir leid, mein Liebes. Warum weinst du, Vater? Hier, trink das bis zum letzten Tropfen. Ich glaube, er vergiftet sie. Irgendwie fühlt es sich an, als würde er sie vergiften. Es schmeckt bitter. Ich werde so müde. Das wird dir den Schrecken dieses Krieges ersparen. Ah ja, er killt sein Kind, weil er nicht will, dass es Krieg erlebt. Wir sehen uns bald wieder, mein liebes Kind. Er hat seine Tochter vergiftet und sich in den Tod gestürzt? Puh, was für ein Reinfall. Naja, helfen müssen wir ihm trotzdem. Bringen wir es hinter uns. Was müssen wir tun? Findet die Wunde in seiner Seele. Sie sieht aus wie eine Kluft am Himmel. Und dann werde ich übernehmen und die Wunde heilen. Du kannst einfach so eine Wunde heilen? I don't fucking know. Da ist er. Wartet kurz. Ah, we're back. Wir sind zurück. Großartig, herausragende Arbeit. Glenn, du bist der Auserwählte. Gemeinsam können wir vielen Menschen helfen. Mit der Hilfe der strahlenden Diva der Ausgewogenheit und deiner wundervollen Tür werden wir die Welt retten. Was verbirgt sich hinter der Tür? Sag schon. Ich tue alles, was du willst, du wunderbarer Mensch. Warte, was? Wir stehen vor der Tür. Richtig. Vorhin habe ich es ein wenig überstürzt. Wir gingen durch die Tür und landeten direkt im Verstand des Mannes. Doch jetzt gebe ich uns mehr Zeit. Kommt und seht. Ich sehe ein paar hundert Meter unter uns einen Sternenhimmel. Nicht ganz. Du siehst die Spiegelung eines Sternenhimmels in einem weiten, stillen Ozean. Und dieser Ozean ist nichts anderes als der Mahlstrom. Du machst Witze. Wir können von hier aus den Mahlstrom sehen? Ganz genau, ein unermessliches Meer aus dem Äther der Verstorbenen. Und hier oben am Nachthimmel, über diesem Ozean, leuchten die Äther der Lebenden wie Sterne. Dieser Ort verbindet den Mahlstrom mit unserer Welt. Schwer zu glauben. Jeder Stern ist ein Lebewesen. Wir sind einer von ihnen und um uns herum befinden sich hunderttausende andere. Sie sind alle Lebewesen von Eldrea. Leider können wir unsere Nachbarn nicht direkt sehen, sondern nur durch die Spiegelung im Mahlstrom. Wahrsager schauen auf dieses Spiegelbild der Sterne und damit in das Leben eines Menschen. Aber da es nur eine Spiegelung ist, stimmen die Vorhersagen nicht immer. Hier kommt mein Können ins Spiel. Ich kann uns nahe an den Mahlstrom heranführen. Von dort aus können wir nach oben schauen und direkt mit den Sternen kommunizieren. Das haben wir vorhin mit dem Mann gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Keine Sorge, mein Lieber, allein dadurch, dass du die Tür manifestieren kannst, bist du etwas ganz Besonderes. Aber warum kann ich das? Und warum kannst du uns hierher führen? Die Fragestunde ist vorbei. Auch eine Dame hat ihre Geheimnisse. Dieser Majora's Mask-Typ übrigens, der Kommentar unter einem der letzten Videos, der Hammer, fand ich super. Glenn, geht es dir gut? Der ist auch ein bisschen so mysteriös wie sie. Das geht für mich in eine Kerbe. Alles in Ordnung, danke. Ich kann dir später erzählen, was passiert ist. Hier, mein Liebling, deine Belohnung. Du bist hier jederzeit willkommen, aber jetzt brauche ich meine Ruhe. Dieser Mann hier wird erst in ein paar Stunden aufwachen. Dann übergebe ich ihn den Behörden. Schau mich nicht so an, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Die strahlende Diva der Ausgewogenheit ist immer für dich da. Viele Höhs. Aha. Ich habe ein rostiges Schwert bekommen. Vor allem als Key-Dingens-Bummens. Ha. Foliant des Bösen. Talent-Aram-Truppen, ja. Heiliges Wasser haben wir noch zwei. Nutzlos, es sei denn, sie bewirkt eine geheime Kraft, ja. Okay. Ja nun, interessant, was soll ich sagen? Hier gibt's aber auch keine Dingsen-Bimsens mehr. Wo ist denn Insel des Einsiedlers? Ist auch noch irgendwie was? Aha. Juventshire. Naja gut, ich glaube, ich portinisiere uns da mal hin, damit wir fresh in der nächsten Folge mit der Story weitermachen können. Oh, oder jetzt einfach.
Als wir vor einem Jahr in Wernshire ankamen, gab es nichts außer zerstörten Gebäuden. Die Menschen waren mit dem Chaos und Hoffnungslosigkeit konfrontiert. Aber wir sahen noch einen Schimmer der Hoffnung in ihren Augen. Ihr, stolze Menschen von Wernshire, habt nie aufgegeben. Ihr habt euch im Chaos erhoben. Und mit der Hilfe des einen Gottes habt ihr die Stadt neu errichtet. Wir haben sie neu errichtet. Wir müssen dem einen Gott dankbar sein, uns so eine Möglichkeit gegeben zu haben. Ohne die Kirche würden wir immer noch im Dreck leben. Aber was heißt es, an diesen einen wahren Gott zu glauben? Und dieser Zachäus ist mir sehr suspekt. Ja, ha, vermutlich reist er mit einem Hahn junger Männer herum. Okay, wild. Wer ist der Typ in der Rüstung? Ist das nicht ein Inquisitor? Pater Zachäus, wir müssen bald los. Sicherlich, wir können so einen wichtigen Hinweis nicht beantwortet lassen. Die Grabstätte von Rena erwartet uns. Was ist das mit der Kirche und ihrer Vorliebe für diese Grabstätte? Okay, cool. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn dem so ist. Übliche Routine, ihr wisst. Ich sag einfach mal fröhlich bis zum nächsten Mal. Muss noch eine Folge aufnehmen für diese Woche. Ich fühle mich echt nicht gut. Aber tschüss.